Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Odin war shoppen. Wie ihr im Titel gelesen habt, ich werde es wahrscheinlich XXXXXL Haul oder irgend so ein Scheißwerks nennen. Wir sind bei Aldi gewesen, bei einer Aldi-Auflösung. Bei uns hier ein paar Orte weiter. Habe ich bei Instagram nämlich gesehen, da war Werbung dafür drinne, und da wollte ich einen Tischgrill holen. Für den Sommer, wenn wir auf dem Balkon sitzen, da darf ich ja keinen Kohlegrill nehmen und so. Einen kleinen Tischgrill, dass wir mal ein bisschen Fleisch grillen oder eine Bratwurst. So ein bisschen Grillfeeling, aber auf dem Balkon halt. Weil, war billig, 18 Euro, 2000 Watt, das Ding. Die meisten, die ich gesehen habe, waren immer teurer und oh, nicht so viel Watt. Und deswegen habe ich mir Quink, also wird auch was Chinesisches sein oder so, ich weiß es nicht. Den haben wir uns geholt. Und wegen dem sind wir da hingefahren. Nur wegen dem. Ja, also merkt euch das. Den werde ich jetzt auch nicht auspacken. Wir sind nur wegen diesem Tischgrill hingefahren. Wir sind mit drei Taschen wieder zurück. Und davor war eine so eine richtig große IKEA-Tüte. Das kommt jetzt alles. So. Also, wegen dem Tischgrill sind wir hingefahren. Wie gesagt, den haben wir gekauft. 18 Euro. Ich werde auch die Amazon-Links zu diesen Produkten, was gleichwertiges, werde ich finden, unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr mal vergleichen, ob ich gespart habe. Und ich vergleiche dann auch selber, ob ich gespart habe oder nicht. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, 18 Euro. Dann habe ich eine Oral-B mir geholt. Also, ja, eine elektrische Zahnbürste von Oral-B. Die, da seht ihr das, 700 Black. Ja, professionell, keine Ahnung. Dafür habe ich bezahlt 20 Euro. So, jetzt muss ich muss das alles da drüben packen, weil sonst reicht der Platz hier irgendwann nicht mehr aus. Dann haben wir ein Stillkissen geholt. Also Frauchen hat sich ein Stillkissen geholt. Für liegen, wenn sie im Bett liegt, weil die hat ja, die ist Krankenschwester, wisst ihr, die fiel auf die Beine und dann hat sie mal mit dem Rücken, und mir ist das immer zu blöd, die manchmal dann doppelt und dreifach zu massieren. Und in weiser Voraussicht, wer weiß, was noch so kommt. Wenn es soweit sein sollte, dann mache ich natürlich ein Video dazu. So. Dann habe ich bei unserem Aldi gestern das noch geholt für meine Tochter Schuhe. Ja, die sind noch im Auto gewesen. Das habe ich bezahlt 6 Euro. Ja, für den Sommer. Ja. Nee, nicht auf den Tisch. Bringt Unglück. So. Nehme ich mal die erste Tüte hoch. Und Schatzis Zeug lassen wir dann, bringen wir, machen wir dann wieder in die IKEA-Tüte, und dann bringen wir dann bei mir in den Keller, weil, ja, dann ist das alles schon da. Ich habe mir drei von so einem Kissen geholt. Die packe ich erstmal beiseite. Das gucken wir uns nachher an, wenn die anderen drei dran sind. So. Tüte leer. Dann hat Schatzi sich geholt. Achso, hier rum. Wassergläser. Weißt du noch, was du bezahlt hast? 4,50 hat sie bezahlt für 6 Wassergläser. Da muss ich dich fragen, ich habe deinen Bon nicht. So. Dann habe ich mir zweimal Schmutzradierer geholt. Also 1 Euro habe ich bezahlt. Da sind 6 Stück drin. 6 Mal. 1 Euro bezahlt. Ja, weil ist immer gut, sowas zur Hand zu haben, falls die Kleine mal irgendwo rankommt mit Rucksack, irgendwie irgendwo eine Tapete oder eine Fliesen oder auf dem Fußboden auch von meinen Gummischuhen. Ist das gut, dass man sowas hat, da kriegt man sowas halt weg. Habe ich zweimal. Dann waren wir noch bei Netto Wasser geholt. Medium. Weil ich habe ja hier mein Sirup und noch andere Sirupsorten. Hatte ich ja schon im letzten Video gemacht, und da hole ich mir mal das Wasser von Netto. Kann ich euch auch noch mal zeigen. Medium. Und da ist hier oben, seht ihr ja, bis hier ist es voll. Und dann mache ich dann immer bis hier voll. Also, oder manchmal mache ich nach Schnauze. Kommt nur darauf an, was für ein Sirup ich nehme. Und bei meinem grünen Teelimette nehme ich immer ein Schnapsglas voll. Das mache ich dann oben ruf. Brauche nicht abgießen oder so. Einfach oben ruf zu. Eine Weile warten, bis es schön durchmengt ist und fertig ist. So. Dann ist hier das andere Kissen. Noch ein Kissen. So. Habe ich einmal, ich habe nämlich welche mit einem Stern gefunden. Ich hatte ja schon mal große geholt. Und da habe ich mir jetzt kleine geholt, jeweils mit einem Stern. Also hier sieht man, da
mit einem Stern und einmal mit vielen Sternen. Die sollen als Dekokissen dienen und sollen auf der Couch oben raufkommen, weil das Monster passt da nicht rauf, das ist so fett. Habe ich im vorvorletzten Oniva-Shop mir gezeigt. Und die großen Kissen, die ich mir bei Netto geholt hatte, kannst du mir so ein Kissen rübergeben? Das ist auch zu groß, das fällt oben immer von der Couch runter. Ja, das ist halt im Prinzip eigentlich genauso groß, so, Herr Schatzi. Nee, ein bisschen kleiner. Ja, das sah jetzt von der Größe so fast genauso aus. Ja, ein bisschen kleiner oben ist es. Aber das ist halt auch vom Volumen ein bisschen was weniger. Und das passt, die passen nämlich oben auf der Couch rauf wegen Deko. So, die gebe ich dir schon mal rüber, Schatzi. So. Ach du Scheiße. So. Dann, ja, da sind auch Alltagsgegenstände drin. Da habe ich mir hier Küchenbürsten-Set geholt. Da seht ihr das. Sind drei Stück drin. Da. Für 1 Euro. Dann habe ich mir Lappen geholt. Also Schwämme. Für 70 Cent. Also so ein großes Paket hier mit 2, 4, 5 Schwämmen drinnen. Leider haben sie nur 2 Farben da gehabt. Und deswegen habe ich 2-mal das und 2-mal das. Ich hätte lieber noch 2-mal in einer anderen Farbe dann noch gerne dazu genommen. Jetzt fragt ihr euch, warum braucht das verschiedene Farben? Ist so egal. Jein. Jein. In der Küche ist es scheißegal. Aber im Badezimmer habe ich immer 3 verschiedene Farben. Also 3 verschiedene Schwämme, 3 verschiedene Farben. Jetzt fragt ihr euch, warum 3 verschiedene Farben? Dass man sie auseinanderhalten kann, weil ich vergesslich bin und weil ich den auch gerne mal woanders hinlege, wo er nicht hingehört. Oder der mir runterfällt und also in der Wanne rinnt zum Beispiel und dann, ja, welcher wartet jetzt oder so. Und ich habe einen für das Katzenklo. Den mache ich jetzt immer ich habe da so einen Eimer, da ist das Zeug für das Katzenklo drin. Der ist nur für Katzenklo logischerweise da. Einen für Klo und einen für Waschbecken, Badewanne, Armaturen. Weil ist ja logisch, man will ja nicht mit das Waschbecken und Wanne machen mit dem Schwamm, wo man im Klo rumgewaschen hat. Und deswegen nehme ich da mal verschiedene Farben. Aber geht auch so, dann nehme ich nämlich einen Gelb und einen Orangen. Zum Beispiel den für Klo, den für Armaturen und Lila, genau, Entschuldigung, Schatzi. Und den anderen Gelben, den nehme ich dann für Katzenklo und der kommt dann in den Eimer rein. So habe ich mir das dann gedacht. So, hat jetzt nichts mit Realness zu tun, dass ich real sein will oder so. Ich erkläre es euch nur, weil es ist doof, wenn ich sage, ich habe hier so viel Schwämme und warum, weshalb und so. Ja. Dann haben wir ein Kinderhandtuch geholt für meine Nichte. Ja, also, ja. So, ach du Scheiße. So, jetzt hole ich mal die große Ikea-Tüte hoch. Jetzt kommt nämlich noch hier Haufen voll. So. Schatzi hat sich geholt 2-mal so ein Handtuchhalter, oder war immer ich? Nee. Mhm. 2-mal so ein Handtuchhalter, wobei ich auch am Überlegen war, ob ich mir so einen hole. So einen großen für mein Assassin's Creed Handtuch, weil das passt, das rutscht mir immer von meinem normalen Kleiderhaken runter. Aber ich habe ja 2 Haken im Badezimmer und ich habe da so eine Heizung. Da sind hier 2 Haken für Badehandtücher. Auf der anderen Seite von der Heizung sind 2 Haken für Handtücher. Für meine Tochter, eins für mich. Und dann auf der anderen Seite ist ja das Waschbecken. Also praktisch hier sind die Handtücher und hier ist das Waschbecken. Ja, dann. Und da ist halt wenig Platz dafür, sonst hätte ich mir so ein Ding auch noch geholt. Da sind aber keine Klebesachen mit bei. Die mussten wir extra holen. Das sind diese Dinger hier. Kann man nicht sehen. Warte mal, ich mach mal Licht an. So. Vielleicht ein bisschen besser. Das sind diese Klebehaken. Für die Dinger hast du bezahlt 4 Euro. Und dafür haben wir bezahlt 2 Euro. Wa? 2 Euro so ein Klebeding. Sind wir bei 6 Euro. Ja, da kommt man so bei Amazon auch nicht billiger. Und da Klebeteile haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, der Rest kommt dann später. Warum 7, das zeige ich euch gleich. Also hier, das sind alle so Klebedinger, die man da dran macht. So. Wenn man möchte, kann man das aber auch an die Wand schrauben. Das Zubehör dafür ist drin. Ach, das, Schatzi sagt, das kann man auch an die Wand schrauben, wenn man will. Das Zubehör ist dafür drin. Aber weil wir ja nicht bohren wollen und schrauben wollen, deswegen haben wir das. Und wir haben gute Erfahrungen eigentlich mit diesen Klebedingern gemacht. Weil ja, meine Haken, die ich jetzt habe, sind Klebeteile. Meine Klorolle ist Klebeteil und hält. Also können wir nicht meckern, wirklich. Dann halt hier, wie gesagt, nochmal 6 von den Dingern. So. Dann habe ich für mich so, und deswegen halt so viele Klebedinger, weil wir haben dann, ich habe dann hier noch sowas geholt. Das ist halt ein Haken, wo halt 2 Haken dran sind. Also ein so ein Ding, was rauskommt, dann sind 2 Haken dran. Das kommt neben das Waschbecken für die Lappen von meiner Tochter. So. Dann haben wir hier, achso, das ist deine Klorolle. Das ist die Klorolle für meine Frau. Die zieht nämlich demnächst um und da brauchst du halt Haufen neue Zeug. Weil kann ja nicht alles mitnehmen und teilweise ist es bei dir fest montiert in der Wohnung, oder? Ja, und deswegen, ja. Dann ein Teleskop. Nee, das ist kein Teleskop, das ist nur eine Handtuchstange, aber die kann man klappen. Also so eine Handtuchstange, wo für 2 Handtücher und die kann man so, wie so eine Tür, auf und zu machen. So. Dann habe ich mir geholt, habe ich glaube auch 1 Euro für bezahlt, Tesa Power Strips bis 1,5 Kilo. Seht ihr das? Ja. Die will ich nämlich testen. Die sind eigentlich nur für glatte Oberflächen, aber vielleicht halten sie ja auch halbwegs an Raufasern. Und davon habe ich mir halt 3 Stück geholt. Da kann ich dann auch im Badezimmer eine Fliese irgendwas dran machen oder bei meiner Tochter irgendwo was dran machen am Schrank oder was weiß ich, einen Haken, wo sie ein Headset hinhängen kann zum Beispiel oder was weiß ich. Deswegen habe ich das geholt. Und ja, ich will ja hier auch die Fahne wegmachen, die Veritas Maximus Fahne. Da soll ja ein Bild von Assassin's Creed hinkommen, habe ich mir schon angeguckt. Aber das muss ich noch drauf sparen, das kostet 100 Euro. Ding. Und jetzt haben wir ausgegeben, also ich habe 56 Euro ausgegeben und Schatzi, wie viel hast du ausgegeben? 60. Schatzi hat 60. Nee, Quatsch, ich habe nicht 60. Beim ersten Mal habe ich 56 ausgegeben, beim zweiten Mal habe ich 38 ausgegeben. Also 18 Euro für den zweiten Tischgrill, den ich für meine Mutter mitgebracht habe, weil die hat gesagt, ja, den bringen wir mit. Und dann halt beim zweiten Mal habe ich auch die Zahnbürste geholt. Deswegen habe ich dann bezahlt 56, 76, 60, 66. 76 Euro. 76 Euro habe ich bezahlt, genau. Dann haben wir 2 mal davon. Reicht ja, wenn ich eins zeige. Also, ja. Für die Klobürste zum Ranmachen. Ja. Da kann man auch, waren auch Ersatzpacks, dass man die Bürste, wenn die scheiße ist, dass man die abschrauben kann und dann, ja, passt doch, ja. Wenn die Bürste scheiße ist, die für scheiße ist. Ja. 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 Wenn die Bürste halt scheiße ist, die für scheiße ist, kann man das abschrauben und kann Ersatzbürsten ranmachen. Das haben, was hat das gekostet? 2,50, genau wie das da. Ja, hat auch 2,50, haben wir aber nicht geholt, weil Schatz, ja, du sagst, dann schmeißen wir weg und holen eine neue Bürste. Die passt ja oben drin, sind ja Einheitsgrößen. Wobei ich auch am Überlegen bin, ob wir nochmal hinfahren und das war vielleicht, naja, ist ja noch ein paar Tage. Und davon haben wir halt 2. Eine für Schatzi, eine habe ich mir gekauft. Die werden wir dann morgen auch anbauen oder heute noch, weiß ich noch nicht. Weil nachher muss ich ja auch noch streamen. Muss erstmal alles so hinpacken, dass hier nicht umfällt. Ey. So, und dann haben wir 3. Ah, hier sind so ja Preisschilder dran. Ne? Ah, das, bei denen wusste ich es auch noch den Preis. 3. Moment. So. Seht da wirklich, ist alles leer. Hm? Haben wir 3 von diesen Fußmatten für das Badezimmer geholt. Holzfußmatten. Heißen die Holzfußmatten? Badematten. Badematten. Da steht es auch irgendwo. Da Badematten für 8 Euro aus echtem Holz. Ja, und warum 3, fragt ihr euch. 2 für meine Frau, 1 habe ich gekauft. Also meine Frau hat ihr Zeug selber gekauft, ich habe meins einzeln gekauft. Meine Frau hat 2 gekauft, 1 will sie vor der Wanne machen, 1 will sie vor das Klo machen, weil die hat so ein Hängeklo, kriegt sie in ihre Wohnung und da kann sie das Dude runterschieben. Ich habe 1 für vor der Wanne. Und eventuell, vielleicht kann ich es vor Klo machen. Muss ich mal gucken, ich habe die Maße nicht
im Kopf, vom Klo bis Katzenklo bzw. Wanne und sowas alles, müsste ich da mal ausrechnen. Und gucken wir nach und wenn, jo, wenn das alles passt, vielleicht fahren wir dann morgen nochmal hin und holen dann halt hier die Nachfüllpacks für das Ding. Heißen, nee, heißen Ersatzteile. Ersatzbürsten. Ersatzscheißebürsten. Und dann nochmal ins, so ein Ding für mich führt Ford Klo. Aber das wissen wir noch nicht. Jedenfalls hier sind es erstmal drei und dafür haben wir halt 8 Euro bezahlt pro Stück. Ja. Die hatten auch noch eine coole Drohne, hatten sie noch. Also ein Skycopter für 20 Euro, runtergesetzt von 80, nee 60, glaube ich. Dann hatten sie einen Kontaktgrill. Der Kontaktgrill, ja, da haben sie aber gesagt, der ist nicht da. Sag, wie, der ist nicht da? Ja, wir haben 2 Paletten nur gehabt und wo wir aufgemacht haben, stand schon einer da, der hat gleich alle Bienenpaletten mit ihm mal weggekauft, da braucht man nicht mal auspacken. Und dann hatten sie noch ein Raclette, ein kleines Raclette für 12 Euro, wa? Ja, 12 Euro reicht auch eigentlich von der Größe. Und ein Staubsauger für 40, glaube ich, war, den sie von 70 runtersetzt, nee, 50 von 70 runtersetzt. Ja, und einen Haufen Zeug haben sie dann noch so. Kühlschrank. Ein Medion-Radio für die Küche, für unter der Armaturen, also unter den Schrank ranbauen mit CD und Radio und all, weiß ich was. Rasierer, Haarschneidemaschinen, so eine Art Tischkicker mit verschiedenen Aufsätzen, dass man halt auch andere Automaten draus machen kann. Andere Arten von Gläsern, Töpfe, Teddy, Bettwäsche, oh, siehst du, die wollte ich auch noch kaufen. Bettbezüge wollte ich noch kaufen und so eine Teddydecke, weil meine Frau ist ja so ein Feigling und so ein Weichei, die friert ja immer. Ja, also wir hatten heute hier, was weiß ich, 20 Grad oder so. Und ich sage euch, oh, gestern waren es 25 Grad bei uns oder 26, 27 Grad. Meine Frau rennt immer noch mit Jacke rum, weil ihr kalt ist. Und da habe ich gedacht, da holen wir dann noch so eine Teddydecke. Weil ich habe ja hier so eine weiche Decke, aber die ist so klein. Wenn sie sich da einmummeln will, dann ist die immer zu klein. Und da hole ich dann noch so eine Teddydecke. Die haben wir dann aber vergessen zu holen. Da sind wir vorbeigelaufen, haben gesagt, naja, der Wagen ist voll, gucken wir erstmal, was noch da ist. Und die haben wir dann nicht geholt. Da bin ich mich am überlegen, ob wir die noch holen, dass sie sich da einmummeln kann und nicht sagen kann, ich halte sie, ist zu kalt. Weil die sitzt jetzt hier im Wohnzimmer, immer wenn wir Fernsehen gucken, beziehungsweise Amazon und Netflix, sitzt sie mit der warmen Decke aus dem Schlafzimmer hier. Und einmummeln, oh, ist mir kalt, ist mir kalt. Bei über 20 Grad. Ja. Wenn man sich nicht bewegt, dann ist es halt immer kalt. Ich bewege mich doch auch nicht und mir ist nicht kalt. Ja. Und dann hat sie gesagt, na, dann kannst du ja aufhören, fort Klo machen, weil dann ist es nicht so kalt, wenn man auf Klo sitzt. Sag ich, ich habe nie kalte Beine, wenn ich auf Klo sitze. Ja, die Fliesen sind so kalt. Dann sag ich, ich finde ich nicht. Ich renne barfuß dahin und mir ist nicht. Aber Frauchen ist halt weich in der Hinsicht und da nimmt man in Rücksicht und sagt, ist okay, dann holt man sowas, damit sie warme Füße hat. Wir wollen ja nicht, dass sie sich erkältet. So, das müsste soweit gewesen sein. Döner haben wir noch geholt. Was haben wir noch geholt? Döner, Wasser, Joghurt. Mixery habe ich wieder geholt, weil ich brauche Mixery für Stream. Knoblauchsoße für Schatzi, weil die haut das auf den Döner zusätzlich rauf oder auch wenn sie was anderes ist. Da ist so eine kleine Flasche, so eine. Zeig mal die Flasche. Nee, da ist er. Hier. Die hat sie jetzt geholt, hat einen Döner gegessen. Ja, ist schon wieder so viel raus. Also die haut so eine Flasche, ist. Ruckzuck leer bei meiner Frau. Aber da holen wir auch vorher mal eine teure geholt bei Netto. Dann hat sie gesagt, oh, der ist so teuer. Jetzt holen wir die Billige. Ich habe so einen hohen Verbrauch. Schmeckt gut. Schatzi sagt, schmeckt gut. Ah, zeig mal das Wasser. Und dann haben wir auch geholt. Schatzi holt sich jetzt immer irgend so ein komisches Wasser. Ja. Holunderblüte Melisse. Auch bei Netto halt. Ja, das holt sich Schatzi immer. Schmeckt so ein bisschen sauer, aber man kann es trinken. Man kann es trinken. Ja, dann soll's das jetzt so erstmal gewesen sein. Achso, nee, ich habe mir auch noch Trinken bestellt bei eBay. Da mache ich aber, wenn es kommt, dann ein separates Video. Morgen kommt meine Liquid-Bestellung. Die werde ich dann testen, auspacken mit euch und danach Testvideo machen. Ich habe auch da von Mike noch Liquid stehen. Das muss ich auch noch testen. Ich habe mir meinen Troll schon rausgesucht und so. Das werden wir dann morgen alles in Angriff nehmen. Kaffee werde ich mir die Tage nochmal bestellen, weil mein Nusskaffee ist alle. Einfach alle. Den muss ich noch bestellen. Und dann werde ich mir demnächst auch noch einen neuen
Ventilator für das Wohnzimmer bestellen, also so ein Standventilator, weil ich, bei mir ist hier echt scheiße heiß. Ich habe hier wirklich, hier ist meine Balkontür und ich habe im Sommer jetzt von 12 Uhr 1 rum war, ja, habe ich hier pure Sonne auf dem Balkon drauf bis 18 Uhr, wenn sie hinterm anderen Haus untergeht. Und dann habe ich links und rechts vom Balkon so Plasterplatten und dadurch staut sich die Hitze so und du hast da richtig, ja, eigentlich ein heißes Kissen vor der Balkontür und dadurch heizt sich die Bude extrem warm auf. Was hatten wir hier für eine Hitze? 40 Grad, war? Über 40 Grad hatten wir hier, wo draußen gerade mal 30 waren oder so. 30, 31 waren es. Und wir hatten hier über 40 Grad. Und da konntest du auch nicht wirklich lüften, weil da ist heiß, hier ist Windstille auf der anderen Seite, da kommt keine Luft drin und da gehst du ein. Deswegen haben wir uns gesagt, wir holen uns noch einen neuen Ventilator, weil meiner nicht so leistungsstark ist. Hol ich einen neuen Ventilator und eine Fritteuse, kommt alles im späteren Video. Und noch ein bisschen an Kleinkram für die Wohnung. Bis dahin würde ich mich jetzt aber erstmal verabschieden. Vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen war ein Träumchen. Wenn ihr weiter informiert werden wollt, Glocke nicht vergessen. Also Abo kostet ja nichts, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wenn ihr mich abonniert habt, guckt mal nach, ob die Glocke auch so eingestellt ist, dass ihr regelmäßig Bescheid kriegt, dass ich ein Video mache, weil das ist mit der Glocke ja jetzt immer so eine Sache. Wenn man da auf Glocke drauf drückt, dann heißt das nur gelegentlich oder naja, mal ab und zu mal eine Nachricht kriegen. Dann müsst ihr wirklich selber rauf sagen, ja, ich möchte immer eine Nachricht, dass ihr dann wisst, wenn ich einen Livestream mache oder ein Odi mal shoppen oder Hardware-Video angezockt, irgendwas oder Tutorial oder irgendwas dergleichen. Bis dahin würde ich mich jetzt wirklich verabschieden. War ja lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns ja, heute Abend im Stream, morgen Abend im Stream. Und dann mal gucken. Demnächst auch wieder ein Hangout. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.